Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Zuallererst möchte ich mal meine ganzen Abonnenten grüßen und natürlich auch alle neuen Abonnenten und die, die es noch werden wollen. Und denkt daran, ein Abo ist immer kostenlos, aber niemals umsonst. Heute beschäftige ich mich mal mit der Reparatur eines Gerätes. Eine sehr gute Freundin von uns hat einen Opti-Grill XL und dieser Opti-Grill schmeißt immer den FI-Schutzschalter raus, sobald er eingesteckt wird. Ich kann mir schon fast vorstellen, was das Problem an dem Gerät ist, aber ich möchte euch daran teilhaben lassen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch dieses Problem hat. Ja, ich hole euch mal einfach ein bisschen näher ran und los geht's. Um dieses Gerät geht es, das ist der Opti-Grill Plus XL. Ja, wie gesagt, wenn er eingesteckt wird, schmeißt er direkt den FI-Schutzschalter. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, ich habe schon eine Vermutung, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das auch so ist. Zuerst mal öffne ich das Gerät. Netzstecker ist natürlich gezogen. Ich entferne die Grillplatte. Und hier unten befindet sich die Heizung und ein paar Schrauben. Die Schrauben, die entferne ich erstmal und zur Hilfe nehme ich wieder meine Magnetschale, damit nichts verloren geht. So, und da werden wir auch schon den Übeltäter haben. Der Übeltäter ist Feuchtigkeit. Und der FI-Schutzschalter, der springt immer dann raus, wenn der Neutralleiter, der blaue, mit dem grün-gelben, also mit Erde, irgendwo eine Verbindung hat. Sei es auch nur über einen Übergangswiderstand. Das heißt, wenn das Gerät sauber gemacht wird und da kommt zu viel Feuchtigkeit rein, kann es passieren, dass irgendwo ein Anschluss hier von der Heizung oder irgendwas durch einen Wassertropfen Verbindung mit dem Gehäuse hat. Und dadurch springt dann der FI-Schutzschalter raus. Ich werde ihn jetzt mal sauber machen kurz, weil da ist ein bisschen was reingelaufen. Dann nehme ich mir mal einen kleinen Schwamm und mache den mal kurz sauber und dann mache ich den ganz trocken und dann gucken wir mal, ob das geholfen hat. Womit mache ich den jetzt trocken? Natürlich mit einer Heißluftpistole.
auch ruhig mal hier hinter die Hitzeschutzplatte die Heißluftpistole reinhalten, aber nicht mit der maximalen Leistung. Da braucht man auch keine Angst haben wegen der Hitze. Das Gerät kann Hitze ab, sonst wäre es kein Grill geworden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es das gewesen ist. Und von daher baue ich den jetzt einfach wieder zusammen. Das war es auch schon mit dem Zusammenbau. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob es das war. Das sieht schon mal sehr gut aus. Der FI-Schutzschalter bleibt drin. Jetzt wählen wir uns hier einfach ein Programm raus. Okay. Und ich würde sagen, das ist es gewesen. Jetzt gucke ich noch schnell, ob er auch warm wird. Ja, ich spüre schon. Oh ja. Er wird gut heiß. Von oben und von unten. Das heißt für mich, diese kleine Reparatur war erfolgreich. Und wieder ein Gerät vor der Mülltonne gerettet. Das war das kurze Video zur Reparatur des OptiGrill XL von Tefal. Der Grund war, wie gesagt, Feuchtigkeit beim Saubermachen. Hat die Freundin wohl ein bisschen zu viel Wasser verwendet. Ich muss sie mal fragen, ob sie die Grillplatte unten abgemacht hat zum Saubermachen oder ob sie da einfach so drüber gegangen ist. Kleiner Tipp an alle, die so ein Gerät besitzen. Sollte das mal passieren, dass da die Sicherung rausfliegt oder auch der FI, dann
einfach mal ein paar Tage in einem warmen Raum stehen lassen, vielleicht auch auf die Heizung setzen, wenn sie denn dann gerade an ist, dann hat sich das in den meisten Fällen schon erledigt. Lasst bitte die Finger davon, wenn ihr handwerklich nicht so gut begabt seid und euch das nicht zutraut, da irgendwie an Elektrogeräten rumzuschrauben, dann lasst es besser. Oder fragt einen Freund, Bekannten, der es kann. Das war, wie gesagt, das kurze Video zur Reparatur des Opti-Grills. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch wie immer über das eine oder andere Abo würde ich mich sehr freuen. Damit helft ihr mir und dem Kanal ein bisschen weiter. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.